Ich denke, Amerika ist ein Land der Entdeckungen, von der Ostküste den ganzen Weg bis zur Westküste. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, ja, es gibt einen Geist der Gründer und Entdecker. Kalifornien, Los Angeles. Hier finden wir im Stadtteil Pasadena das California Institute of Technology, besser bekannt als Caltech. Einer der großen Forscher und Entdecker in der wissenschaftlich hochproduktiven Universität ist Professor H. Jeffrey Kimball. Normale Laser funktionieren nach einem Satz von Regeln, die vor etwa 50 Jahren entdeckt wurden. Aber was ich in meiner Forschung versucht habe, ist, in einen neuen Bereich vorzudringen. Was wir hier in meiner Arbeit im Caltech gemacht haben, ist der Versuch, einen Laser zu bauen, der mit nur einem Atom arbeitet. Keine großen Mengen, Milliarden von Atomen, nur ein Atom und Photonen der kleinsten Einheit des Lichts. Und dieser Laser arbeitet immer nur mit einem Atom und einem Photon. Man benutzt also einen sehr bekannten Prozess, das Lasen, eine wichtige Technik in unserer Gesellschaft, und wendet diese unter völlig anderen Voraussetzungen an. Und es ist nicht nur so, dass es dieser kleine Laser ist mit nur einem Atom und einem Photon, sondern es ist auch die Art des Lichts, die der Laser erzeugt, also ganz anders ist. Und zwar in Bezug auf seine quantenstatistischen Eigenschaften im Vergleich zu normalen Lasern. Aktuelle Kommunikationstechniken, wie zum Beispiel das Internet, basieren im Prinzip immer noch auf den gleichen Grundlagen wie der Telegraph. Ganz andere Technologien scheinen heute greifbar nahe. Eines der spannendsten Experimente ist die Teleportation von Quantenzuständen. Professor Kimball glaubt, dass so die Datenverarbeitung in künftigen Quantencomputern funktioniert. So, dieses Experiment dient dazu, neue physikalische Prozesse für die Kommunikations- und Informationsverarbeitung zu untersuchen. Aber nicht auf die normale Art, nicht wie für gewöhnliche Computer oder das normale Internet, sondern Quanteninformationsverarbeitung, Quantenkommunikation und Quantennetzwerke. Das Wesentliche daran ist ein Haufen von etwa 1 Million Atome in dieser Vakuumkammer, etwa 1 Millimeter groß und sehr kalt, weniger als minus 273 Grad Celsius. In der Vakuumkammer auf der anderen Seite haben wir beinahe dasselbe. Und hier speichern wir ein weiteres Quantenbit in diesen kalten Cäsiumatomen. Wir haben ein Bit hier oder ein Bit dort. Man fragt sich, wo ist es denn jetzt? Und es ist tatsächlich an beiden Orten gleichzeitig. Das nennt man Verschränkung. Es ist die wertvollste Grundlage der Quanteninformationsverarbeitung, um Dinge wie zum Beispiel Quantenteleportation realisieren zu können. Was wir in zukünftigen Experimenten mit diesen zwei verschränkten Systemen tun wollen, ist die Realisierung von Quantenkommunikationsprotokollen, wie zum Beispiel Quantenteleportation. In unserem Fall wollen wir also das Quantenbit von diesem Ort hier 3 Meter weit zu dem anderen Ort transportieren. Professor Kimball schätzt die äußerst kommunikative Gemeinschaft am Caltech. Für ihn sind unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften wichtig. Aber letztendlich zählt, wie Alexander von Humboldt bemerkte, jedes Naturgesetz, das sich dem Beobachter offenbart, lässt auf ein höheres, noch Unbekanntes schließen. Die Natur hat ihre Geheimnisse, die wir aufzudecken versuchen. Es gibt tatsächlich Antworten, nicht nur clevere Aussagen, um sich hervorzutun. Daher werden Sie in der Wissenschaft eine große Anzahl von Menschen finden, von denen einige überhaupt nichts von dem haben, was wir Persönlichkeit nennen, und dennoch hervorragende Wissenschaftler sind. Persönlichkeit ist nicht die Währung, in der hier gerechnet wird. Intellektuelle Leistung und die Fähigkeit, nicht gegen die Natur, sondern in den zu erforschenden Bereichen vorzudringen, ist das, was in der Wissenschaft als Leistung zählt und was den gesellschaftlichen Moden nicht unterworfen ist.